Wir sind im Krieg, das ist keine Zeit für Abschiedung, Gefühle. Ey, Kuchengeschmack, wenn ich vielleicht meine Freundin heute das allerletzte Mal sehe, du Arsch, kann ich ja wohl nochmal Tschüss sagen, oder was? Gefühlsloses Schwein, du! Ich glaube, wir sind hier richtig. Eigentlich, nee. Michi, was machst du denn? Was ist denn mit dir gerade? Hast du deine 5 Minuten oder was? Ich mag vorwärts einparken nicht. Hass ich für die Pest. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Sam? Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karte. Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Wer hat mehr getan? Natürlich. Aber du hast die Bilder gesehen. Du siehst dich wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was an den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Hallo? Sailor? Oh, hallo. Hallo. Also das könnte ich mir ja für mich auch vorstellen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das könnte ich mir für mich auch vorstellen. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Ein schönes Outfit. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir nicht, wo er ist. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Ich bin der Neue, ja. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch.
Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Die Fenster der Restaurants verhungern die Menschen. Erfrieren. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Wir müssen das ändern, bevor es noch schlimmer wird. Warum ist hier jeder so aggro? Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Hast du denn auch die Scheine 1.2 und 6? Was? Wie? Was für eine Scheine? Er hat Verbindungen. Wovon redest du gerade, Rudi? Come on, baby, give daddy some lovin'. Dizimo, Dizima, Dicirolli. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Keri, danke schön für 10 Monate. Ich hab keine Ahnung, was ihr von mir wollt gerade. Ich hab schon wieder das Gefühl, mein Chat verarscht mich. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügeln für den Anfang? Schon. Wo zur Hölle bist du? Oh, die kenne ich noch nicht, Clueless. Vielleicht sollte ich mir die mal angucken. Okay. Musst du dir anschauen? Okay. Ihr habt die bestimmt in irgendeinem Stream gemeinsam mit einem anderen Streamer geschaut, oder? Stoppen mir zu oft? Feuer. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe ja nichts dagegen. Aber für mich ist das echt anstrengend. Dieses ewige Scheiß-Pause-Gedrücke. Okay. Die Rede wird geschwungen. Hey, John. Amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist. Guter Mann. Trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag. Und
die bessere Zukunft von Lost Haven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, ha? Auf mich? Warum? Das könnt ihr doch gar nicht gehört haben. Ey, jetzt... Das könnt ihr doch gar nicht gehört haben. Es war doch ein Feuerwerk. Und gesehen hat mich auch keiner. Hallo? Was ist das hier? Entschuldigung, Mizi. Nee. Ja, gar nicht ausdenken hier. Mehr hast du also nicht drauf? Ich brauche etwas Verstärkung! Leute, er ist tot? Wann habe ich das denn gemacht? What the fuck? Ist das Kunst oder kann das weg? Schnellboot. Ja, wo ist denn das Schnellboot? Musst du mich nochmal irgendwo heilen? War hier irgendwo was zum Heilen? Schnellboot jetzt. So, ich muss noch weiter runter, glaube ich, wa? Gehe ich mal von aus. Oh, God.
okay, ich komme. Und los. Easy peasy. Tja, da hat sich das ganze Hitman-Spielen endlich mal bezahlt gemacht, Leute. Hey. Neuse, neuse. Ja, moin. Na! Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, dann eben hauen. Ist sicher. Okay. Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. So, dann basteln wir mal so eine leckere Bombe unter das Auto, wa? Tüftelmeister Tommy auf! So ist hier. Sie würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Und wenn das ist so ein bisschen hat, winterliche Vibes gerade, ne? Er würde Little Italy brennen. From the news desk of WLH 570, a special report on crime in our city. Nee, kein Radio. Tschüss, Jungs. Das Ding hat hier aber auch Aerodynamik. Der allererste Güteklasse, Junge, wie ein Pfeil. Da geht die Luft aber nur. Was ist denn meine Aufgabe jetzt hier? Kleiner Katzerich.
Oh, der ist bestimmt 20 Meter lang. Die Karriere. Ah, der macht auch gute Fahrt. Ich glaube, es ist mit das schnellste Auto. Umgebautes Kanu. Ja, das Kanu ist auf jeden Fall. Hat, Disney hat einfach Räder unten runter bekommen. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Wo willst du hin? Na, am besten über die Mauer. Was ist bitte mit unserem Autoreparatur geworden? Was? Ralphie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh. Wo willst du? Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, bin noch dran. Oh Gott. Hey, warten Sie! Alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Was meinst du? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Ich glaube, so langsam. Now, for a news report. And the biggest story of the day is that the chief of police admits his men have yet to apprehend any. Da waren auf jeden Fall die assassination of city councilor Roberto Gilotti. Das war die Elektrik, Leute. Also damals gab es viel Probleme mit der Elektrik bei den Startern. Da ist der Funke oftmals etwas zu sehr übergesprungen. Oh.
Oh Gott! Eieiei. Tom, alles klar? Ja, die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Hey, Raptor, moinsen. Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Nice Salieri. Das Blut aus dem Gesicht läuft. Nee, ich bin der Terminator. Ich mach das fertig, du Sau. What? Wie er halt aus dem Gesicht blutet. Okay. Ist okay, hab ich verstanden. Okay, Headshots sind keine Headshots. Alright, I got it! Kommt los! Wir müssen ihm nach! Saturn kommt uns! Tom, wir müssen Saturn schnappen! Bring mich hier raus! Leute! Okay. Endlich darf ich mit Motorrad fahren. Mach sie alle, Tommy! Los! Wir müssen zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! Ich habe keine Waffe und kann die auch nicht in die Hand nehmen. Warum fahre ich mit einer... Tommy, warum so eine... Tommy, ich kann keine Waffe in die Hand nehmen. Was machst du denn da? Ja. Keine Waffe rausholen. Wie hast du dir das denn vorgestellt, Tommy? Da reinfahren? Ich könnte wetten. Es sah fast so aus, als hätte er gedeppt. Ich könnte wetten, es sah so aus, als hätte er gedeppt. Das war der Todesdepp. Den sieht man nicht so häufig, aber es war der Todesdepp, Chat.